Gehen wir, Mr. Miles. Die Zeit drängt. Ein neuer Tag, ein neues Attentat. Und willkommen zurück bei Assassin's Creed. Wo ist Lucy? Keine Sorge, sie wird bald bei uns sein. Also warum tun Sie das, Doc? Was hoffen Sie damit zu erreichen? Haben Sie in letzter Zeit ferngesehen oder eine Zeitung gelesen? Sowas hat mich nie interessiert. Dann gebe ich Ihnen die Eckpunkte. Die Welt ist ein Dreckloch. Erbärmlich, wirklich. Sie haben es doch selbst gesehen. 1000 Jahre liegen zwischen Ihnen und Ihrem Vorfahr. Aber die Gesellschaft ist noch genauso barbarisch. Genauso dumm. Worauf wollen Sie hinaus? Ordnung, Mr. Miles. Die Welt braucht Ordnung. Das ist es, worauf wir hinarbeiten. Und das ist es, wobei Sie uns helfen. Ich soll glauben, dass Sie eine bessere Zukunft aufbauen wollen? Das ist genau, was wir tun. Die menschliche Rasse schreit nach Führung. Sie wollen wissen, warum Sie hier sind, was von Ihnen erwartet wird. Nun, wir werden es Ihnen sagen. Und wenn Sie erst wissen, wie Sie Ihr Leben zu führen haben, wird alles besser. Besser wie? Das Ende aller Konflikte, großer und kleiner. Habt ihr Assassinen nicht dafür gekämpft? Frieden in allen Dingen? Ich sagte doch, ich bin kein Assassine. Ach ja, richtig. Ich sehe immer noch nicht, wie ich da hineinpasse. Bald, Mr. Miles. Bald werden Sie es verstehen. Oder auch nicht. Es ist mir egal. Solange Sie uns zeigen, wo es ist. Wo was ist? Sorry, ich bin spät dran. Sind wir soweit? Ja, sind wir. So, damit würde ich mal meins zurück in Animus. Viel mehr können wir hier momentan jetzt eh nicht machen. Greifen Sie weit entfernte Feinde mit Wurfmessern an. Ihr habt euch bewährt, Altair. Und ich bin voller Zuversicht, dass dies nur der erste von vielen Erfolgen war. Tamir schien euch gut zu kennen. Er deutete an, dass mein Auftrag von Bedeutung sei. Bedeutung erwächst nicht aus einer einzelnen Tat, sondern aus dem Zusammenhang, in dem sie steht. Aus den Folgen, die sie nach sich zieht. Sollte ich noch mehr erfahren? Altair, euer größter Fehler war der, zu viel zu wissen. Wenn ich Wissen zurückhalte, dann nur, damit ihr einen solchen Fehler nicht ein zweites Mal begeht. Verstehe. Ihr versteht nicht. Und so wird es bleiben, bis ihr eure Lektion gelernt habt. Trotzdem habt ihr euch gut geschlagen. Und dafür werde ich euch befördern und einen Teil eurer Ausrüstung zurückgeben. Nun geht. Entweder nach Akkon oder Jerusalem. In beiden Städten sind Männer, die eurer Aufmerksamkeit bedürfen. Unsere Verbindungsleute können euch mehr darüber berichten. So, und jetzt haben wir den Konterkill erhalten. Was halt eine der wichtigsten Fähigkeiten ist. Den Dolch oder beziehungsweise das Kurzschwert werde ich wahrscheinlich nicht so häufig benutzen. Altair, mich dünkt, meine Schüler verstehen nicht ganz, was es heißt, eine Klinge zu führen. Vielleicht mögt ihr ihnen zeigen, was ihr wisst. Prächtig. Komm her, Junge. Du willst es doch auch. Das Werk eines Meisters. Und so, meine Schüler, sollte ein Mann kämpfen. Und beendet. Ihr seid beschäftigt. Ich verstehe. So haben wir das nächste Training beendet. Die wichtigste Fähigkeit erhalten. Und dann würde ich mal meinen, da wir entweder nach Akkon oder Jerusalem können,
gehe ich zuerst nach Akkon. Das dürfte die Richtung sein, die wir das letzte Mal nicht geritten sind. Und dann nehme ich dort halt gerade alle Aussichtspunkte mit, die gehen. Nachdem wir dann in Jerusalem waren, müssen wir auch nicht mehr durchs Königreich reiten. Was halt seine Vorteile mit sich bringt. Dann kann man halt immer auf die Schnellreise zugreifen. So. Und wie erwähnt, die Aussichtspunkte im Königreich halt wegen mehr Synchronisation. Leben ist halt immer gut, vor allem weil es später ein, zwei Kämpfe geben wird, wo wir das auf jeden Fall brauchen werden. So. Dann machen wir hin, Pferd. Wir haben viel zu tun. In späteren Titeln gibt es halt auch ein besseres Schnellreisesystem dann. Vor allem so ab, es dürfte 3 gewesen sein, wo ich mich dann einfach halt von der Karte her rüber teleportieren kann, wo man auch immer hin muss. So, aber hier ist jetzt ja direkt schon die Passage ins Königreich. Benutzen Sie freies Laufen, um aus einem Kampf zu fliehen. Dann wollen wir mal sehen, ja, Akkon ist der Weg. Also, da hinten den Aussichtspunkt markiert und dann den mal mitgenommen. Das dann da hinten rechts, wo ich das letzte Mal eigentlich zuerst lang wollte. Ja, ja, ist gut. Soweit wie das weg ist, muss ich mir mit die eh keine Gedanken machen. Weil insofern wir freies Feld haben, können die eh nicht mit unserem Pferd mithalten. Zumindest was Geschwindigkeit angeht. Jetzt mal sehen. Hier ist eine kleine Armee. Oder halt ein Bataillon. Das wollen wir natürlich umgehen. Vor allem, wenn wir so nah am Turm sind. Nein, du sollst nicht, Pferd. So, sie sind sich unsere eindeutig bewusst. Aber wir haben sie nicht alarmiert. Und dann hier mal direkt den Punkt mitgenommen. Und mal hoffen, dass es mir nicht wieder abstürzt. Das fände ich ein bisschen ungeil. So. Hier das nächste Pferd eingesackt. Ja, da unten lang ist gut, wie es aussieht. Hier lang doch eher. Hätte ich gleich oben lang können. So, der nächste Aussichtspunkt ist dann auch nicht weit. In etwa die Entfernung, beziehungsweise ein bisschen mehr als dieser. Die hätten wir jetzt zwar umreiten können, aber ja, unnütz. Hier oben weiß ich, gibt es halt irgendwo Flaggen und da ist so ein Templer, der uns jetzt auch auf die Pelle rückt. Aber hier haben wir halt eben schon unseren nächsten Punkt. Wie
gesagt, ich würde das mit den Flaggen ja machen, wenn wir eine Karte hätten, aber zumindest würde ich es off-cam machen oder aufnehmen und so auf 15-fache Geschwindigkeit stellen. Aber so macht es nicht viel Sinn, da würde ich 12 Stunden rumsuchen. So, dann das nächste Mal. Ich muss daneben die 2 eigentlich noch gerade mitnehmen. Weil das ist nicht der Weg, den wir das nächste Mal nehmen würden. Das war ziemlich knapp gerade. Also muss ich daneben lang. Weil ob wir das dieses Mal machen oder das nächste Mal, kommt es zeittechnisch dann ja auf selbe raus. Dann sind wir das nächste Mal halt um einiges schneller in Jerusalem. Natürlich. Ja, Jungs, ist gut. Ich spiele nachher mit euch. Immer wenn die Steine geflogen kommen, habe ich ein bisschen Angst, dass sie mich treffen und ich runterfall. Hier der. Mich jetzt zuerst gewundert, weil da 4 gestanden hat, aber stimmt ja, der eine muss ja auch noch gemacht werden. Natürlich müsst ihr mich jetzt wieder belästigen. So. Aber das Ziel ist ja schon relativ nah. Eigentlich hättest du dich da oben ja schon festhalten können. So schwer wäre das nicht gewesen. Aber egal, wir sind außer Reichweite. Was zumindest mal bedeutet, dass ich keine Angst mehr vor Steinen haben muss. Ist auch ein bisschen lästig, dass ich mein Versteck nicht verlassen kann, wenn ich gesucht werde. Komm. Ach. Muss ich jetzt ernsthaft zu Fuß? Aber da ist ja ein Pferd.
So. Weil 800 Meter zu Fuß hätte ich schon nicht so geil gefunden. Das hätte, keine Ahnung, 5 Minuten gedauert. Ich bin nicht verletzt. So. Dann reite ich gerade hier rüber. Das ist nur bedingt der Weg, den ich eigentlich im Sinn hatte, stelle ich gerade fest. So, hier unten links. Hab gesehen, da wäre eine Flagge gewesen, aber wenn wir gesucht werden, scheiße ich da mal drauf. Checkpoint erreicht. Und da hinten sollte der Punkt hier schon gleich kommen. Es sind hier noch 200 Meter. 150. 100. Und das sind wir. Dann mal schnell da oben hoch. Und dann haben wir 10 von 12 Punkten hier. Synchronisieren. Hier unten, dann hier schnell nach Akkon. Mittlerweile haben wir auch eine ganz anständige Lebensanzeige, würde ich meinen. Greifen Sie weit entfernte Feinde mit Wurfmessern an. Werde ich nicht so oft machen, kann ich jetzt schon versprechen. Was? Weil ich den angestoßen habe. Aber da wir jetzt den Konter haben, kann ich so eine Menge an Gegnern ja ganz locker bewältigen. Komm schon. Etwas zu früh gedrückt. Ja, lauf nur. So, und hier haben wir Akkon. Sieht sehr europäisch-mittelalterlich aus, aber ist es nicht so ganz. Hast du noch nicht genug gejammert? Du kannst wohl nichts anderes. Und hier haben wir ja einen Priester. Du Heide! Ich komm mir rein, sterben! Danke, mein Junge. Ich wünschte, meine Söhne wären nur halb so tapfer wie ihr. Ich werde ihnen davon erzählen, damit sie wissen, wie sich ein wahrer Held benimmt.
Ja, dann erzähl deinen Söhnen mal. Und jetzt haben wir unsere nächste Eintrittskarte für nach Akkon. Das ist ein böses Omen. Das ist so. Das ist ein böses Omen, sagt er, obwohl ich ihn gerettet habe. Das sind Gesprächsroutinen, die hätte man in dem Fall bei ihm nicht aktivieren sollen für den Moment. Hier sehen wir doch jetzt aber ein gutes Stück anders aus. Und es fällt keinem auf. Wer ist dafür verantwortlich? Aber wir bekamen Einlass. Und hier oben haben wir dann direkt den nächsten Aussichtspunkt. Habt ihr das gesehen? Beziehungsweise den ersten. Ah, hier ist eine Flagge. So. Dann synchronisieren wir hier. Und hiermit beende ich den Part dann auch. Die Zeit ist leider schon wieder um. Und bis zum nächsten Mal, wenn wir uns wiedersehen beim Aussichtspunkt-Simulator.